Das ist der teuerste Döner Deutschlands. Denn der kommt nicht vom normalen Spieß, sondern wird mit einem japanischen Wagyu-Steak gemacht. Wow, seht euch mal diese Marmorierung an. Es wird in mundgerechte Stücke geschnitten und dann scharf gegrillt. Das Fleisch allein war schon der Wahnsinn. Auf das hausgemachte Brot kommt dann eine Pastinakencreme, Wakame-Algen mit Trüffel, bisschen Salat für die Frische, eine spezielle Kräutersoße, türkische Chilis und frische Kresse. So sieht er dann aus und kostet ganze 35 Euro. Ist das der beste Döner Deutschlands? Ich weiß nicht, ob es der beste ist, auf jeden Fall der teuerste. Was sagt ihr? Ist das überhaupt ein richtiger Döner? Und würdet ihr so viel Geld dafür ausgeben?